Was ich an veganer Schokolade nicht mag, ist, dass sie oft nach veganer Schokolade schmeckt. Aber dann habe ich diese neue Schokolade aus der Schweiz entdeckt und bin mir sicher, ihr würdet nicht mal schmecken, dass sie vegan ist. Bevor ich die nächste Tafel in einem Stück esse, muss ich sie schnell auf den Turntable legen. Es ist ziemlich schwierig, alles zu zerkleinern, weil die Schokoladenstücke beim Einfrieren härter werden. Selbst wenn ich sie auf der Platte verteile, kann ich die kleinen Zacken noch spüren. Auch das Rollen war beim letzten Mal einfacher. Heute brauche ich Hilfe, aber schaut euch diese großen Rollen an. 1, 2, 3, 4. Na, wer möchte auch mal probieren? Ich bin mega begeistert, wie gut das heute geworden ist. So lecker. Diese Schokolade kann ich so schnell nicht wieder kaufen. Ganz ehrlich.